Keine Mannschaft braucht aktuell so dringend ein Erfolgserlebnis wie der TSV Buchbach. Die Konkurrenz im Keller hat zuletzt gepunktet, die Oberbayern verharren dagegen nach zuletzt 7 Pleiten am Stück, warten bei 4 mickrigen Zählern. Gegen die zuletzt recht wankelmütige U23 des FC Augsburg muss aus Hausherrensicht also was Zählbares her, egal wie. Die Gäste in Schwarz wollen sich nach nur 4 Punkten aus den letzten 5 Partien aber ebenfalls wieder Luft verschaffen. Und sie hätten fast einen Traumstart hingelegt, denn bereits in der 2. Minute findet ein langer Ball Daniel Hausmann. Sein Heber verfehlt das Ziel jedoch sehr deutlich. Auch die Gastgeber gleich sehr engagiert, versuchten viel über die Flügel und wurden dann bei einem Freistoß gefährlich. Manuel Matera kann einen Flugkopfball aber nicht richtig setzen. Und noch eine Buchbacher Szene innerhalb der ersten Viertelstunde. Zunächst spielt Tobias Stoßberg einen Konter nicht optimal aus, aber zweiter Ball bei Sami Amari, dessen Distanzschuss zischt nur knapp am Gästegehäuse vorbei. Damit war die erste Welle aber zunächst mal abgeebbt. Erst nach 27 Minuten wieder ein Abschluss. Und da muss dann Alan Kenya, der hier sein Regionalliga-Debüt im Augsburger Kasten feierte, erstmals richtig eingreifen gegen Tobias Stier. Direkt im Anschluss jedoch auch mal wieder ein schwäbisches Lebenszeichen. Hausmann auf Alem Yapaur, Torwart Felix Junghahn kommt raus, dann aber nochmals Hausmann. Und das wäre fast das 0:1 gewesen. Glück für den TSV. Ansonsten nicht mehr wirklich viel los bis zum Halbzeitpfiff. Die rund 550 Zuschauer in der SMR Arena hofften auf Besserung nach dem Seitenwechsel. Und diese Hoffnung sollte super schnell erfüllt werden, denn nach gerade einmal 30 Sekunden segelt eine Amari-Flanke von links an den Fünfer, wo sich Stoßberger einmal um die eigene Achse dreht und zum 1:0 verwandelt. Premierentreffer für den Neuzugang aus Eichstätt und natürlich optimaler Auftakt für das Schlusslicht in diesem zweiten Durchgang. Jetzt mussten die Fuggerstädter natürlich raus aus der Deckung. Der zur Pause gekommene Mert Kömür lässt da seine technischen Fähigkeiten aufblitzen, der Abschluss allerdings harmlos. Deutlich näher dran war in der 55. Minute Dennis Heimal. Wehe, er kann seinen wuchtigen Kopfball in einer Ecke da etwas besser platzieren. 2 Zeigeumdrehungen später erneut die Gäste. Kapitän Hendrik Hofgärtner nimmt die Kugel direkt, Junghahn allerdings auf den Posten. Nach dieser kurzen Augsburger Drangphase gelangt den Oberbayern allerdings wieder mehr Entlastung und in der 64. Minute spielen sie stark aus. Samet Bahar setzt sich durch, etwas glücklich zu Stoßberger, perfekt quergelegt auf Tobias Staff und der bringt das Ding an Kenya vorbei. 5. Saisontor bereits für den mit Abstand besten Buchbacher Schützen. Das war durchaus ein Schlag ins Kontor der Gäste. Ihnen gelang offensiv nichts mehr, während der TSV die Zeit clever runterspielte. Bezeichnende Szene in der 84. Minute. Der eingewechselte Meriton Vrenetzi klaut sich da den Ball. Letztlich kommt zwar nichts raus, aber die Hausherren insgesamt einfach wacher und bissiger. Allerdings dann nicht mehr bei der allerletzten Szene. Der eingewechselte Lukas Ehrlich trifft direkt mit dem Schlusspfiff. Am Buchbacher Sieg änderte das aber natürlich nichts mehr. Zugegeben, man muss auch sagen, dass wir in der ersten Minute etwas Glück hatten bei dem Heber von Augsburg. Aber das haben wir uns in den letzten Wochen verdient. Die Jungs ziehen seit mittlerweile 3 Wochen, seitdem ich jetzt das Amt übernommen habe, unfassbar gut mit. Wir hätten uns schon viel, viel früher belohnen müssen. Und heute hat es Gott sei Dank geklappt. Mit natürlich, wie gesagt, ein bisschen Glück am Anfang, aber das haben wir uns verdient. Wie gesagt, in der Summe glaube ich, dass wir verdient gewonnen haben. Ich finde, wir kommen gut rein, nehmen die Umstände hier gut an, können auch in Führung gehen. Danach war es eine ausgeglichene erste Halbzeit, wo es dann auch gerecht mit einem Unentschieden in die Halbzeit geht. Zweite Halbzeit haben wir dann sogar noch explizit den Amari angesprochen, dass das so der einzige Faktor ist, der echt sehr, sehr für sehr viel Unruhe sorgt, den wir aus dem Spiel nehmen sollen. Ja, und dann kriegst du sofort 30 Sekunden danach das 1:0 durch einen Amari, der es einleitet. Ja, und dann bist du so im Hintertreffen und dann war schon auch ein Knacks, von dem sich die Mannschaft nicht so richtig erholt hat. Dann kriegst du das 2:0 und dann verlierst du hier auch leider verdient. Beim letzten. Viel neue Hoffnung also nach dem zweiten Saisonsieg beim TSV Buchbach. Die rote Laterne leuchtet angesichts von nur noch 3 Punkten Rückstand auf den vorletzten Bamberg nicht mehr ganz so hell. Augsburg kassiert dagegen die 3. Pleite in Folge und erlebt so eine rabenschwarze englische Woche.